In der Stadt Salzburg gibt es 550 Kilometer Straßennetz. 10-mal so groß ist das Leitungsnetz unter der Erde und es geht mit dem Zahlenspiel auch gleich weiter, denn im gesamten Bundesland Salzburg verlaufen mehr als 25.000 Kilometer Leitungen, die von der Salzburger betrieben und gewartet werden. Das Leitungsnetz ist also hier 10-mal so groß wie das Straßennetz von Salzburg. Alle Leitungen könnte man somit einmal um den Mars wickeln. Jetzt aber zurück zu den Baustellen hier bei uns in Salzburg und angesichts der Größe des Leitungsnetzes verwundert es nicht wirklich, dass die Salzburger ca. 4000 Baustellen pro Jahr abwickelt. Baustellen sind Herausforderungen und Chancen zugleich für Anrainer, für den Verkehr in Salzburg und für die Planer, wie hier am Herbert von Karajan Platz. Dieses Umfeld hat sehr viele Herausforderungen. Zum einen befinden sich hier zwei Hotels, zum anderen graben wir direkt auf dem Marktgebiet. Dass sich die Beeinträchtigung nun für alle in Grenzen halten, gibt es seit 2016 die digitale Baustellenkoordination. Plan Together, so heißt dieses Tool, hat nicht nur Vorteile für alle Nutzer, also Stadt, Land und die Salzburger, sondern bietet durch die Planbarkeit der Baustellen einen großen Nutzen für alle Salzburgerinnen und Salzburger. Hier werden die ganzen Bauarbeiten gebündelt. So wird vermieden, dass zuerst die Salzburger AG, anschließend die Stadt und noch der private Auftraggeber gleichzeitig zu graben anfangen. Herausforderungen gibt es aber trotzdem. Was uns sehr fordert, ist die äußerst kurze Bauzeit hier im Innenstadtbereich. Während der Osterfestspiele ist baufreie Zeit. Ebenso im Sommer, wenn der Tourismus Hochsaison hat, können keine Bauarbeiten stattfinden. Wir lösen dieses Problem hier durch maximalen Personaleinsatz. Hier wird an drei Stellen gleichzeitig gegraben, um so dieses Bauzeitfenster optimal ausnutzen zu können. Die Festspiele, ob Oster oder Sommer, sind aber nicht der einzige Grund, warum Straßen öfter aufgemacht werden müssen. Weil eben die Gasleitung und Wasserleitung wie die Fernwärme- und Lichtwellenleiter an verschiedenen Stellen liegen. Und für die Provisorium teilweise müssen wir auch extra Grabungen machen. Und deswegen sieht das eigentlich so aus, dass immer öfters an den gleichen Stellen gegraben wird. Provisorien sind dazu da, dass die Kunden der Salzburg AG auch während der Baustelle 24 Stunden und 7 Tage die Woche versorgt werden können. Wer schon mal etwas gebaut hat, der weiß auch, wie schwierig so eine Baustelle sein kann. Wichtig ist die Planung, wie die Experten der Salzburg AG wissen. Am Beginn einer Baustelle muss man einmal beachten, den Tiefbau, wie den Rohrbau zu berücksichtigen. Dabei macht man einen Bauzeitenplan. Dazu kommt noch, ob Provisorium aufgestellt werden müssen. Und dabei muss man den Tiefbau berücksichtigen, ob irgendwo Festspiele beginnen oder ob irgendwo Veranstaltungen sind. Und danach beginnt dann der Tiefbau. Kommen wir aber zurück zum Herbert von Karajan Platz, mitten im Herzen der Stadt Salzburg. Hier haben wir heuer noch so einiges vor, denn hier werden alle Sparten der Salzburger gleichzeitig erneuert. Nämlich Strom, Gas, Fernwärme, Wasser und Telekommunikation. Baustopp heißt es auch, wenn unter der Erde bei den Grabungsarbeiten etwas gefunden wird. Hier ist David Imre ganz vorne mit dabei. Er und seine Kollegen suchen nach römischen Artefakten direkt vor der Baggerschaufel. Also wir von der Firma ADIC Archäologischer Dienst arbeiten ganz enge mit der Baufirma GTB und der Salzburger AG zusammen bei diesen Innenstadtprojekten. Und das ist eine Hand-in-Hand-Kooperation, wo wir als Archäologen quasi immer vor dem Baggerlöffel mitschauen und unsere Baubefunde und Befunde bergen, dokumentieren und somit einen schnellen Arbeitsprozess ermöglichen. Und gefunden, ja, wird natürlich immer etwas wie hier römische Tonscherben, Münzen oder gleich die Grundmauern einer römischen Villa. Also auch etwas Indiana Jones-Feeling hier bei den Grabungsarbeiten in Salzburg. Alle Informationen, wo heuer von der Salzburger AG aus noch gegraben wird für die Versorgungssicherheit, gibt es wie gewohnt auf unserer Website unter salzburg-ag.at/baustelleninfo.